Willkommen im Restaurant Arrondi. Wir sind wieder im Oderbruch für euch, um zu räuchern. Heute Makrelen. Die Makrelen haben wir natürlich für euch frisch in Norwegen gefangen. Waren eingefroren, müssen wir jetzt noch mal kurz waschen. Dass es ordentlich sauber ist. Sonst läuft das Blut nachher beim Räuchern am Fisch runter und sieht nicht gut aus. So, Fische sind gewaschen. Jetzt werden die Makrelen gesalzen. Ich mache das immer trocken. Man kann die auch in Lake einlegen über Nacht, aber eigentlich reicht es so hoch. Nach Gefühl. Nicht zu Fülle, nicht zu wenig. Hauptsache schmeckt. Jetzt auf den Räucherhaken damit. Und zum Trocknen auf der Leine hängen. So, unsere Makrelen sind jetzt gesalzen, ein bisschen abgetrocknet und kommen jetzt in den Ofen. Und als Bonus machen wir heute noch mal ein bisschen Stremellachs dazu. Das ist noch ein bisschen Platz im Ofen. Noch zwei Stücken Lachs dazu. Tür zu und erstmal trocknen, ohne Rauch. So, während die Fische trocknen, können wir erstmal Schnaps trinken und unsere Räucherschale vorbereiten. Wir räuchern mit Buchenmehl. Dazu einfach mündig. Das reicht für unsere Fische. So, der Schnaps ist fast alle. Ich hoffe, die Fische sind jetzt ein bisschen trockener. Wir gucken mal. Na, wunderbar, wunderbar. Jetzt wird Zeit zum Räuchern. Schotten dicht und Feuer. Wichtig ist, dass wir nicht über 70 Grad kommen beim Räuchern. Deswegen habe ich hier nochmal unser Funkthermometer dazu genommen, um das zu kontrollieren. Wir haben hier schon 69 Grad. Die Thermometer im Räucherofen sind immer nicht so gut. Der zeigt hier 50 an, hier oben sind 79. Das ist schon grenzwertig. Deswegen machen wir mal kurz ein bisschen die Tür auf und lassen ein bisschen frische Luft drin, damit es nicht zu heiß wird. ~69 Grad. Wir gucken mal nach, wie es aussieht. Schöne goldene Fische. Und raus damit. Wie wir daraus Sushi machen, zeige ich euch im nächsten Video. Das war's für heute. Wenn ihr mehr sehen wollt, abonniert unseren Channel.